Jackson auf Weltrekordkurs. Ganze 8 Einträge hat der King of Pop im Guinness-Buch ergattert. In London nahm der 48-Jährige diese Auszeichnung am Abend persönlich entgegen. Danke, das ist das Größte für mich, wirklich. Michael ist jetzt offiziell erfolgreichster Künstler aller Zeiten. Das ist doch zur Abwechslung mal eine wirklich nette Nachricht. Er ist schon lange fern, dennoch ist und bleibt Michael Jackson der King of Pop. In London wurde er gestern vom Guinness Buch der Rekorde für all seine musikalischen Leistungen geehrt. Jüngster Sänger in den Charts, längste Zeit in den Charts, bestes Musikvideo und so weiter. Die Erfolgsliste des Megastars ist lang. Den Charts ist er schon lange fern, dennoch ist und bleibt Michael Jackson der King of Pop. In London wurde er gestern vom Guinness Buch der Rekorde für all seine musikalischen Leistungen geehrt. Jüngster Sänger in den Charts, längste Zeit in den Charts und so weiter. Die Erfolgsliste des Megastars ist lang. Ist, nein, das kann ruhig jeder sehen, dass er ausgezeichnet wird, weil er 8 Rekorde im Guinness Buch hat. Er war zum Beispiel der erste Entertainer, der mehr als 100 Millionen Dollar im Jahr verdiente. Der jüngste, der in den US-Single-Charts auf Platz 1 landete. Und Thriller ist das erfolgreichste Musikvideo aller Zeiten. Damit muss man sich wirklich nicht verstecken. Da staunte man nicht schlecht. Es war tatsächlich Michael Jackson, der im Londoner Büro der Macher des Guinness-Buchs der Rekorde auftauchte. Auch wenn er sich gut gelaunt zeigte, sein Gesicht wirkte maskenhaft. Nachdem der Popstar davon erfahren hatte, dass er geehrt werden soll, weil er 8 Rekorde im Guinness-Buch hält, ließ er es sich nicht mehr nehmen, persönlich bei der Auszeichnung anwesend zu sein. Überschwänglich begrüßte er den Chefredakteur des Buches. Michael Jackson ist zurück. Schon am Abend zuvor hatte er gezeigt, dass ein großes Ereignis seinen Schatten vorauswirft. Aufsehenerregend präsentierte sich Jackson auf dem Balkon des exklusiven Hempel Hotels. Als sei das nicht genug, kletterte er für die Fans und vor allem wohl für die Medien sogar aus dem Fenster. Geradezu perfekt eingebettet in weltweite Berichterstattung ist damit sein Auftritt heute Abend bei den World Music Awards. Dort wird Michael Jackson fast ein Vierteljahrhundert nach seinem Welterfolg mit dem Album Thriller noch einmal als tanzender Zombie auf der Bühne stehen. Sein erster Auftritt dieser Art seit seinem Freispruch im Juni 2005. Für die Fans die lang ersehnte Rückkehr des King of Pop. Doch damit nicht genug. Japanischen Berichten zufolge wird Michael Jackson am 19. Dezember Gast einer exklusiven Weihnachtsfeier in Tokio sein. Fans sollen die Möglichkeit haben, ein Partyticket für 3.400 Dollar zu erstehen. Sie sollen sich dann sogar mit ihm fotografieren lassen können. Michael Jackson auf dem Weihnachtswunschzettel, wäre das nichts für Sie? Jacko besuchte gestern auf ein Pläuschchen die Londoner Guinness-Redaktion. Der ehemalige King of Pop ist laut des Rekordbuches der erfolgreichste Entertainer der Welt. Und das schicke Präsent wollte sich der sonst so scheue Musiker persönlich abholen. Thank you so, so much. Danke, danke, murmelte er sich in den nicht vorhandenen Bart. Und schauen Sie mal, so ein Fotografenblitzlicht ist er gar nicht mehr gewöhnt. Das soll er sein, der Neue im Leben von Moderatorin Michelle Hunziker. In London bekam er nun sogar schriftlich, dass er der erfolgreichste Entertainer aller Zeiten ist. Heute Nacht soll der 48-Jährige zur Verleihung der World Music Awards noch für sein Lebenswerk ausgezeichnet werden.